Ja, ihr lieben YouTuber, herzlich willkommen zurück auf der Hof Bergmann. Wir haben ja angefangen mit dem Klee. Das habe ich ja schon mal weitestgehend jetzt abgeerntet. Wie ihr seht, ich habe ja schon angefangen, nochmal Bahnen zu ziehen, ne? Dass wir nicht so viel haben. Die Kühe sind jetzt auch erstmal versorgt, so dass wir damit auch gar keine Probleme jetzt erstmal haben. Ja. Das andere Feld, Feld 4, ist jetzt auch schon fertig angesät. Da müssen wir jetzt aber striegeln. Den Striegel habe ich jetzt uns schon mal gekauft, auch wenn es ganz schön teuer war, da ich jetzt nicht das Geld musste, ich es mir halt leihen von der Bank. Das habe ich jetzt aber natürlich auch gemacht. Und ja, jetzt müssen wir hier, wollte ich, damit wir halt nicht so viel extrem an Bahnen haben, die wir hier lang juckeln müssen. Habe ich gesagt, gut, wir schwadern mal ein kleines bisschen. Und somit haben wir dann nicht ganz so viele Bahnen. Und ja. So, jetzt nochmal schnell zu Ende machen. Geht der wirklich relativ zügig. Und dann können wir es einsammeln. Die Kühe müssten rein theoretisch eigentlich versorgt sein. Sind so hoch. Haben uns auch schon ein bisschen Gülle, ein bisschen Mist und schon ein bisschen Milch gegeben nochmal. Die Enten sind voll in Produktion. Da haben wir schon wieder 108 Eier, die wir verkaufen können. Und ja, jetzt werden wir aber erstmal hier das zu Ende machen. Das war wenigstens da schon mal erledigt haben. Ich glaube, ich kann hier keinen Helfer einstellen. Er sagt mir sofort wieder hier, fertig mit Arbeit. Ja, von daher ein bisschen blöde, aber na gut. Shit happens. Wir machen das Beste draus, würde ich mal sagen. Ich denke mal noch einmal hoch, einmal runter und dann haben wir das auch erledigt. Ja. Das haben wir auch gleich erledigt. Ist das super? Freue ich mich. Gut, gut, gut. Wir haben ja so viel zu tun, dass es sagenhaft, was denn hier passiert. Hat er hier keine Lust gehabt? Werden wir dann halt beim nächsten Mal abernten wieder machen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob unser Hofsilo, wird mir das ja hier angezeigt. Ich glaube nicht, ne? Ne. Ob unser Hofsilo überhaupt Dings macht, Klee annimmt.
Weil wenn nicht, werden wir es einfach zu Heu machen. Einfach zu Heu. Weißt du jetzt nicht, warum ich das jetzt mache, aber naja, oh Gott. Ist ja jetzt Oreol. Auf jeden Fall müssen wir da striegeln. Ich glaube, ich habe da oben irgendwo schon angefangen. Könnten wir ja mal kurz hin switchen. Jetzt hätte ich auch die Bohnen noch zu Ende machen können. Ja, ich habe hier angefangen. Gut, war nicht lang genug weg, Gott sei Dank. Dam, 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 dam. Wir müssen hier auch mal ein bisschen aufräumen. Muss ich jetzt mal sagen. Ja, wir sind auch in Ordnung hinterlassen. Aber nur weil ich immer aufgenommen habe, aufgenommen habe, aufgenommen habe jetzt. Was tust du hier? Geht's wieder? Irgendwo müsste ich hier eine Bahn erlassen haben, das weiß ich. Auch wenn es nicht viel war. Ja, da ist es. Aber Schwader hat schon was gebracht, wenn ich jetzt so gucke, dass ich jetzt schon 3000 habe auf der kurzen Strecke. Wir kriegen dadurch jetzt ein bisschen mehr weg, was ja auch so mein Ziel war. Ach ja, ist das herrlich. Wenn das so klappt, wie man sich das erhofft.
macht das auch alles wieder ein bisschen mehr Sinn und ein bisschen mehr Spaß. Dann hat man wieder Lust, mehr aufzunehmen und ja. Mich hat es halt immer die ganze Zeit gestört, dass es nicht geklappt hat und nicht geklappt hat und nicht geklappt hat. Und ich mir dann gesagt habe, warum? Wieso? Machst du das überhaupt jetzt? Und du sitzt hier stundenlang abends, versuchst es, versuchst es, versuchst es. Und es funktioniert einfach nicht. So, mal ein bisschen ohne Schaufel vorne fahren. So. Okay. Ach, den rechten Stick. Zack. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Von daher, der Modder war schon geil.
was die Map hier betrifft. Also ganz ehrlich, ich feiere sie richtig. Auch wenn es mich ein bisschen stört, dass es heute regnet. Das ist ja nicht so schlimm. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte ja jetzt hier nicht nur in der Folge zeigen, wie wir das Klee machen. Wir werden jetzt auch mal schnell Butter herstellen. Und die schon mal in den Topf bringen. Das erste Fässchen Butter hätten wir schon mal fertig. Dam, 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 dam. Dam, 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 dam. Hey. Hey. Ich hab so. Oh, nicht schon wieder der Eimer da drin. Oh, ich hasse es. Vor allem ist er einmal drin, dann kriegst du nicht mehr raus. Habe ich so manchmal das Gefühl. Na, geht doch. Mitkommen Butter, mitkommen Butter, zack, hm. Hier müssen wir, ja, vier Fässer kriegen wir locker voll, können wir die nämlich schon mal verkaufen.
Mal hier lang juckeln kurz. Multitasking, Multitasking machen wir jetzt hier. Ärgern hier ganz schön die Fliegen. Summ, 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 summ. Ja, ist klar. Mr. Buddha. Butter wegbringen. Einmal Butter wegbringen. Na, guckt euch bitte nicht so unbedingt an, wie da die Eier stehen. Ah. Ja, geht doch. Ein bisschen ordentlich kann es ja schon sein.
Gut, ihr Lieben. Dann war's das jetzt auch in dieser Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.